So, ich bin zurück. Navi gegen Anexis. Anexis wird als CT starten hier auf die Mirage. Die Mirage, die Mirage. Ich freue mich. Gute Chance für Anexis hier 1 zu 1 auszugleichen. Barry wird sehr wahrscheinlich den B-Spot übernehmen. Nogi die AWP bei Anexis. Wahrscheinlich für die Mitte zuständig sein. Aber schauen wir uns erstmal die Pistol an. Starix mit USP, keine USP. Edward hat eine USP. Wird Contact B geschickt. Da steht Snappy und See. So, Snappy Berry See. Ah, interessant. See. Wird er den First Contact haben? Boah. Snappy macht leider kein Krieggesicht von Edward. See macht immer einen Headshot. Somit 1-1 Ausgleich. Barry über kurz, lässt mit CT-Base. Ah, die HE. Tut ein bisschen weh. So, Barry zu kurz, aber da habe ich Mini-Döner eingesehen. Boah, wird er schön vernascht, aber Barry macht den Headshot. Zeus im 1-2. Ist in der Scheune jetzt angesagt. Oh Gott. Oh, wie lucky. Nein, Mann. One and two für Zeus. Er macht den Headshot und den Mate mit der Team AE. Eieiei, bitter, bitter, bitter. Ah, sowas darf nicht passieren. Eine gewonnene Runde abgegeben. Schade. Hätte mir gewünscht, dass Anexis hier in Führung geht. Aber was soll's. Anexis Full Eco. Der Spot wurde schon gespottet. Er schiebt jetzt komplett rüber und Anexis ist aber mit all 5 Mann auf dem A-Spot versammelt. So, wer darf da jetzt vor? Senja. Zeus und Edward im Gang. Im A-Tab. Die Frage ist, ob sie mit Granaten rausgehen. Aber verraten sie es auf jeden Fall. CTs stehen. Ah, Scheiße, hab ich gerade versehen. Wollten gerade zu B schieben. Navi hatte somit ein bisschen glückliches Timing. So, die Bombe ist gelegt. Aber hey, zwei Waffen. Das lässt sich sehen. USP auch noch. Bei Anexis. Warum da? Okay, sie haben die gerade alle Deagle. Ne, das verstehe ich nicht, warum man dann nicht entweder komplett Deagle kauft oder nur eine. So, da kommt schon CT von hinten. Gehen jetzt B-Spot rauf. Ah, See macht ihn. Ah, Snappy hat da hinten den Kontakt. Schade, aber mit dem nächsten werden sie nicht rechnen. Oh, lucky für Makelov, dass er dort noch so rumhampelt. Hat er irgendwie noch was geahnt? Edward macht ihn nach hinten. Dritte Runde für Navi. Jetzt somit erste Equipped Round. Und Navi steht gut zum A und ist zur Mitte. Nugi hat die AWP.
Snappy hat auch einen super Top-Spawn für den Döner. Geht aber zum kleinen Spot zusammen. Okay, Barry ab sofort Großspieler, interessant. Wie hat ihn durchspringen sehen. Boah. Nice von Barry. Hat ihn gebankt oder was? Er hat ihn gebankt. Interessant. So, zwei kommen aus dem Keller hoch. Und das See muss da jetzt aufpassen. So, wenn der T jetzt hochspringt. Ah, der hat ihn gesehen. So, gibt die HE ins Gesicht. Damage ist ganz okay. Ich schieb mir jetzt B rüber. Da steht noch Snappy, der aber immerhin rein spottet. Muss jetzt aufpassen gegen Markelov, der dort mit AWP zielen wird. So, wurde anscheinend gesehen. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen jetzt. So, Snappy macht einen aus dem Jail. Muss der jetzt mindestens noch einen zweiten machen, Markelov mit dem Refrag. Barry hat da gerade noch einen Fake spekuliert. Auf einen Fake. Oh! Senja war low. Sehr gut geschossen. Nice, Nubi. Mit Fast Zoom. Erste Runde für Nexus. Auf geht's. Ups. Schnelle Argo von Navi. Ah, Nogishi, Starix hat jetzt einen Frag. Boah, bratzt aber da viel zu viel. Hätte er sehr locker machen können. So, mit Runde noch offen. Gang wird gehört. See müsste da eigentlich mal einen Gang hochziehen für Barry. Ja, Barry stirbt nämlich jetzt auch. Schade. Oh. Schön von See. Wir wissen auch, wer der letzte ist. Oh. Nice Shot von Barry. Zweite Runde in Folge. Also zwei Runden hintereinander so rum. So, ich bekomme auch die Frage im IRC, ob heute noch ein Spiel ist. Das ist nicht der Fall. Heute nur die erste Runde im Upper Bracket. Morgen ab um 10 Uhr geht es dann weiter mit Upper Bracket Runde 2 und Lower Bracket Runde 1. Da werde ich erstmal das war ein Depot genascht. Da werde ich Team KR gegen Dafuk zeigen. Ist ja nur BO1, sollte also schnell gehen. Und werde mich dann erstmal um den Verlauf von Team KR kümmern. Und dann im Viertelfinale Upper Bracket mal gucken. Eigentlich sind da viel zu krasse Matches. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich Team KR weitermache. Aber ich denke mal für die deutschen Fans, falls sie weiterkommen sollten, mache ich Team KR, solange es nur möglich ist. So, Navi stellt hier auf jeden Fall eine 4 gegen 3 Situation am großen Spot dar. Sehe mit der HE gleicht aus. SFM am Spot erfolgreich. Bombe ist down. Ah, er hat ihn gesehen, aber dann so reinzuducken ist natürlich nicht gut. Gegen die AWP. So, jetzt 2 und 2. Bombe pickt. Boah. Snappy war da drauf. Ach, Sus mit dem richtigen Headshot. Makel auf einfach auf dem Feld. Komplett
Unorthodoxe Posi von ihm, vierte Runde für Navi. Jetzt wieder mal direkt entscheiden. Ah, Barry. Sehr schön von Barry. Schöner Spray. Nein, jetzt. Ah, schade. Fuck, wenn Barry dann den letzten noch macht, dann ist Tuntu trotzdem Makel auf Steryx, Zeus, Zeus. Alle Low HP. So, Bombe kann noch nicht gelegt werden. Drehen auch nochmal rum. Frage ist, was Starix jetzt machen kann. Bindet auf jeden Fall einen Spieler. See riecht das aber schon. Oh, nice gespielt von See. Hat da gespottet. Zeus gast vor. See jetzt. Oh, schönes Pre-Fire. See kann noch gegenflashen. Makel auf Blind. Weiß, dass kurz einer sein muss. Auf AK gewechselt. Sehr schön. Geile Runde von See. Wirklich super die Mitte hochgepusht. Super da den Eingang dicht gemacht. Hat er die ganz wichtige Information bekommen, dass sie da zum B gehen. Kurz schnell nachgegangen, die Steps gehört, Pre-Fire, zack. Makelov auch noch blind gemacht, Zeit rausgeholt, also wirklich eine sehr schöne Runde von See. Und somit 4 zu 4. So, Barry bekommt jetzt wieder zu tun am Spot mit SFM. Komische Aufstellung irgendwie. Barry 1. Dem ist schon einer. Macht zum Glück noch den zweiten. Die HE sitzt jetzt. Ah, jetzt. Sehr schön rausgesprengt. Starix am B drauf. Macht sogar fast den Headshot. Somit geht Anexis das erste Mal in Führung. Auf Mirage. Schöner Boost. Barry auch sehr schön. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Oh Gott, wo sind sie? Okay, ist ein Connector hoch. Jetzt habe ich mich auch wieder zurechtgefunden. Barry macht da den wichtigen Frag in der Action. War da gut gepusht. Navi anscheinend nicht mit gerechnet. Sind jetzt zu zweit dort. Ah, See. Schön weggesprayt. Die Spieler in der Action kommen super weit weg. Keine Chance für Navi, die Frags zu holen. Schön. Aber ich glaube, man hat die AWP verloren und Nugi mit 5-7 wird sie sich kaum leisten können. Scheint nur eine USP-Spar zu haben. Wissen da, dass Navi kein Geld hat. Sieht man ja auch gerade wunderbar. Besprechen sich da auch. Also sie nehmen das auf jeden Fall. Also dass sie es ernst nehmen, ist klar, aber sie ahnen da schon Schlimmes. Sollten auf jeden Fall versuchen, noch ein, zwei Runden zu holen.
C hat er sogar gehittet. Krass. So, Snappy zwar low geschossen, aber keiner stirbt. Alle Waffen durchgebracht. Siebente Runde. Da habe ich eine AWP gesehen bei Markelov. Mal sehen, wo er dahin zielt. Nugi hat jetzt auch AWP. Die Eco hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. So, man anscheinend Snappy direkt. Ah, schöne AWP-Tower. Über die Smoke. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel man da sieht. Da hat mich nur kurz aufblitzen sehen. Er schiebt weg. Sehr schön gespielt von Snappy. Geht kein weiteres Risiko ein. Sehe allerdings sehr weit weg. Wenn es zu einem Bego kommen würde, wird es endlich schon allein auf Snappy ankommen. So, schieben jetzt Keller hoch. Die Situation hatten wir schon mal. Boosten jetzt wahrscheinlich. Ja, boosten wieder da hoch. Mal sehen, ob Say wieder springt. Wird abgelenkt. Da wurde er gesehen. Diesmal ist er der, der zuerst gesehen wird. Aber die AE sitzt auch besser. Boosten in Döner rein. Sie muss da jetzt überleben. Oh, sehr schön gespielt. Und nice. Geil. Sehr schön den Döner eingenommen. Habe ich so auch noch nie gesehen. See war da halt mal richtig blind. So, die CT sollten auf jeden Fall sparen. So, wie kam jetzt die Flash? Ich glaube, die kam einfach hier so flach rein, dann gegen die Kiste. Und der Spieler am Döner hatte einen leichten Frag. Guter Move, hat sich ausgezahlt. SFM kriegt da die AWP für seinen Mate Nugi. Gesaved, ganz wichtig. Auch wenn Nugi hier mit 5-8 rumkrebst. Aber so eine AWP kann immer mal die Runde entscheiden. Kein Duell gegen Nugi, na doch, jetzt vielleicht schon. Er hat ihn, glaube ich, gesehen. Boah, macht ihn. Sehr schön, Markloff. Ja, Nugi wird sich einfach super ärgern. See ist aber im Keller. Ah, nee, scheiße, vielleicht gesehen. SFM hat die Schräge gepusht, kriegt die Flash, die ist leider zu lang. SFM hat allerdings noch keine Hits bekommen. Infos gesammelt, überlebt, passt. Snappy war gepusht. Verliert allerdings gegen Edward. Somit muss C rüberschieben. Jetzt kommt es nur auf SFM und Barry an. Ah, sich immer auch zur CT-Base. Schlechtere Pose ist jetzt eingenommen. Schieben sogar ganz weg. Ah, wir haben hier gerade ausgespielt.